Im letzten Newsbeitrag von heute widmen wir uns der Bell, der sprechenden Tasse und dem Biest. Der Klassiker «Die Schöne und das Biest» wird im Juni auf der Wallenseebühne aufgeführt. Das Musical kommt ein Jahr früher wie geplant und auch das Jahr wieder mit dabei der ganze Schauspieler Patrick Scott. Anja Mückler. Es ist ein Klassiker aus dem 18. Jahrhundert, «Die Schöne und das Biest», eine Geschichte über Liebe und Magie. Und genau diese Magie vom Ursprung will Marco Weiss mit dem Musical den Zuschauern der Wallenseebühne diesen Sommer weitergeben. Das ist ein Märchen, das all die Generationen und all die Jahrhunderte überdauert hat und nichts an Aktualität verloren hat. Weil die Liebe am Schluss siegt. Und das kommt auch bei unserer Inszenierung ganz deutlich zum Ausdruck. Die Liebe wird der das Biest und wird auch das verwunschige Schloss mit all seinen Helfern und Dienern wird sie dann erlösen durch die Liebe, die von der Bella erwidert wird gegenüber dem Biest. Zum 10. Mal schon wird auf der Wallenseebühne ein Musical gezeigt. Die Hauptdarsteller sind heute noch nicht auf Platz. Dafür ein altbekanntes Gesicht, der Patrick Scott. Der 32-jährige Gamser ist schon fast ein Urgestein. Seit seinem ersten Auftritt bei Heidi vor über 10 Jahren steht er jedes Mal mit auf der Bühne. Ich habe einfach immer das Glück gehabt, dass es eine Rolle gegeben für mich. Also viele haben immer das Gefühl, der hat wahrscheinlich ein kleines Abo. Also Wallenseebühne-Abo. Aber es ist natürlich jedes Jahr nicht klar, ob ich dabei sein kann. Aber ich habe jetzt immer Glück gehabt. Und als ich die Anfrage bekommen habe, musste ich natürlich nicht lange darüber nachdenken, weil da habe ich auch wieder einen Grund, auch wieder mal daheim zu sein. Zum ersten Mal mit dabei ist hingegen der Jan Bühlmann. Die Rolle bei «Die Schöne und das Biest» ist sein erstes professionelles Musical-Engagement. Umso grösser ist die Vorfreude beim ehemaligen Mr. Schweiz. Ich freue mich auf vielerlei Sachen eigentlich. Auf die Probezeit. Das ist immer so lustig. Das ist so eine grosse Klassenfahrt eigentlich. So ein grosser Ausflug. Viel Spass, viel Drama. Ich freue mich auf das, es wird intensiv. Und dann natürlich auf die Vorstellungen, also an dieser Location. Bei dieser steht aber noch viel Arbeit bevor. Die Konstruktion der Bühne wird das ja eher schwierig. Es gibt nebst dem Dorf den Turm vom Schloss, der 14 Meter hoch wird. Auch eine Herausforderung gibt es für Kostümbildnerin. Sie muss Verkleidungen entwerfen für lebendige Möbel, ein Cello und Spinnennetz. Die ganze Arbeit wird sich aber auszahlen, ist sich der Marco Weiss sicher. Also es wird märchenhaft, es wird zauberhaft, es soll auch ein bisschen unter die Haut gehen für die Leute, es soll emotional sein, es soll berühren. Und ich glaube, hier in diesem Natursetting vom Wallensee, von der Kurfürsten, wird das eine wunderbare Sache sein mit, ich sage einmal, mit einer schönen Dosis Zuckerguss obendrauf. «Die Schöne und das Biest» startet am 20. Juni auf der Wallenseebühne und spielt dann bis Ende Juli.